Hallo allerseits. In diesem Video wird beschrieben, wie gelöschte oder verlorene Fotos in RAW-Format wiederhergestellt werden. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Ein RAW-Bild ist ein Foto, das von der Kamera mit minimalem Verarbeitungsaufwand auf der Speicherkarte gespeichert wird. Und obwohl jeder bereits daran gewöhnt ist, von RAW-Fotos zu hören, ist RAW eher eine verallgemeinerte Ansicht einer großen Gruppe von RAW-Fotoformaten, deren Format für jeden Kamerahersteller unterschiedlich ist. Das ist RAW RW2 für Panasonic, CRW CR2 für Canon, MRW für Konica, MRW für Minolta, ORF für Olympus, ARW, SRF, SR2 für Sony, DCR, KDC für Kodak, NF, NRW für Nikon, PTX, PEF für Pentax, RAW für Fujifilm, SRW für Samsung, RAW, RWL, DNG für Leica und auch BAY für Casio, X3F für Sigma, ARRI, DPX für ARRI, ERE für Epson, 3FR für Hasselblad, MF für Mamiya, R3D für Red One, DNG für Adobe. Wir werden in diesem Video über die Wiederherstellung von Fotos der beschriebenen Formate sprechen. Tatsächlich ist das Thema der Wiederherstellung von RAW-Bildern sehr umfangreich. In diesem Video werden wir uns jedoch mit Detail darauf konzentrieren, wie RAW-Dateien wiederhergestellt werden können, die aufgrund der folgenden häufigsten Gründe verloren gegangen oder gelöscht wurden. Versehentliches Löschen, dies ist der häufigste Grund für den Verlust von RAW oder anderen Fotos. Formatierung oder Formatierungsfehler. Am häufigsten sprechen wir von der Notwendigkeit, RAW-Fotos nach dem Formatieren der Speicherkarte wiederherzustellen. Und es ist nicht nur so, dass der Fotograf selbst die Speicherkarte formatiert. Manchmal tritt beim Anschließen der Kamera an einen PC der Fehler, Festplatte muss formatiert werden, auf. Fehlerhafter Umgang mit der Speicherkarte und der Beschädigung des Dateisystems. Das Dateisystem des Datenträgers kann beschädigt werden, wenn die Speicherkarte aus der Kamera entfernt oder ausgeschaltet wird, während Daten gespeichert oder kopiert werden, und es kann sogar zu einem Virenangriff kommen. Infolgedessen kann die Speicherkarte oder das USB-Stick nicht ohne vorherige Formatierung verwendet werden. Fehler beim Kopieren oder Übertragen von Daten von der Kamera zum PC, RAW-Fotos, können gelöscht werden oder bei einem plötzlichen Stromausfall des Computers oder der Kamera verloren gehen. Während Daten vom Kameraspeicher auf den Computer oder Laptop kopiert oder übertragen werden. Wie stellt man verlorene RAW-Fotos wieder her? Von einer RAW-Kamera, einem USB-Stick oder einem Computer gelöschte oder verlorene Fotos können wiederhergestellt werden, bevor sie von anderen Dateien überschrieben wurden. Dafür verwenden wir Hetman Photo Recovery. Ich werde den Link zur Programmseite in der Beschreibung lassen. Also, angenommen, wir haben eine Speicherkarte mit RAW-Bildern. Bei der nächsten Verbindung zum PC stellen wir fest, dass uns aus irgendeinem Grund ein Fehler auftrat, der zu einem Formatierungsfehler oder einer Beschädigung des Dateisystems führte. Infolgedessen hat ein Formatierungsfehler aufgetreten.
Das heißt, der Zugriff auf unsere RAW-Fotos geht verloren und sie werden aufgrund der Formatierung gelöscht. In der Tat kann die Situation absolut jeder sein. Eine die Maßnahme zur Wiederherstellung verlorener RAW-Fotos erfordert. Um diese RAW-Fotos wiederherzustellen, starten Sie Hetman Photo Recovery. Klicken Sie im ersten Fenster auf Weiter und wählen Sie unsere Speicherkarte. Übrigens, wenn Sie die Speicherkarte mit der Kamera selbst an den PC anschließen, wird sie vom Programm nicht angezeigt. Schließen Sie es mit einem Kartenleser an Ihren PC an. Wir klicken zweimal drauf. Ein schneller Scan ist wahrscheinlicher, wenn Sie die Datei versehentlich gelöscht haben. Bei Problemen mit dem Dateisystem oder nach dem Formatieren der Speicherkarte empfiehlt es sich, sie für Analyse zu verwenden. Weiter. Geben Sie die Kriterien zum Suchen von Dateien an. Zusätzlich zu den Standard-Suchkriterien für Fotos nach Größe und Daten bietet das Dienstprogramm die Auswahl der zu durchsuchenden Dateityps. Und RAW-Dateien werden hier in einem ganzen Abschnitt vorgestellt. Schließlich wurde Hetman Photo Recovery entwickelt, um Dateien mit genau den Fotoformaten wiederherzustellen, einschließlich der meisten RAW-Varianten. Wählen Sie das gewünschte Format für die Suche aus oder wählen Sie alle RAW-Formate aus. Aber Sie können alle Dateien auswählen, dann werde ich Ihnen sagen, warum. Klicken Sie auf Weiter. Infolgedessen wird die Analyse Ihrer Speichermedien gestartet. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Nach Abschluss der Analyse zeigt Hetman Photo Recovery alle erkannten Bilddaten an. Wenn Sie darauf klicken, können Sie es im Vorschaufenster anzeigen. Bewerten Sie außerdem die Qualität im Eigenschaftsfenster und sehen Sie sich die Größe, das Erstellungsdatum sowie den Verlust oder das Löschen an. Wenn Sie mit dem Scan-Ergebnis zufrieden sind, können Sie die gefundenen Dateien speichern. Wenn nicht, möchte ich, dass Sie auf Folgendes achten. Eine RAW-Datei ist eine große und komplexe Datei, die maximale Informationen zu einem Schnappschuss enthält. Wenn Ihnen die Qualität der wiederherstellten Dateien nicht zusagt, wird sie beschädigt wiederhergestellt. Manchmal lohnt es sich daher, das Medium erneut zu scannen. Nur mit der Suche nach allen möglichen Dateien. Infolgedessen kann Hetman Photo Recovery dieses Fotos erkennen, jedoch nicht in RAW-Format, sondern in JPG oder TIFF. Und das ist gut so. Da unter der Bedingung, dass das Medium oder die Fotos stark beschädigt sind, versucht das Programm, die Daten mit Hilfe der Signaturenanalyse wiederherzustellen. Dies kann das Format des Fotos ändern, aber oft ist die Qualität vergleichbar mit dem Original. Wählen Sie die wiederherzustellenden RAW-Bilddateien aus und klicken Sie auf Weiter. Wählen Sie eine Speichermethode. Es wird dringend davon abgetragen, wiederherstellbare Dateien auf dem Medium zu speichern, von dem Sie wiederherstellen. Sie können also umgeschrieben werden. Geben Sie den Ordner an, in dem die wiederherstellten Dateien gespeichert werden sollen und klicken Sie auf Wiederherstellen. Fertig. Wechseln Sie zu dem Ordner, den wir beim Wiederherstellen angegeben haben. Wie Sie sehen, werden alle angegebenen Dateien wiederhergestellt. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass Sie keine Probleme mit der Wiederherstellung von Dateien haben, wenn Sie diese in 99% der Fälle versehentlich löschen. Und wenn die Speicherkarte und die Kamera falsch behandelt werden, das Dateisystem beschädigt oder beschädigt wird, hängt die Qualität der Dateiwiederherstellung von vielen Faktoren ab. Dies bedeutet, dass die Wiederherstellung von 100% der Dateien in 100%iger Qualität noch immer auch physisch möglich ist. Das ist alles für heute. Bitte Daumen hoch, subskribieren Sie unseren Kanal. Falls Sie Fragen haben, stellen Sie die bitte in den Kommentaren. Tschüss!